Hallo zusammen, heute wollen wir euch das Haus zeigen, in dem wir leben, die Sommerküche zeigen, die wir vielleicht noch renovieren werden. Hinter uns sieht man auch schon den Ausblick aus dem Wohnzimmerfenster oder wenn man aus dem Haus rauskommt, das erste, was man sieht. Genau, da wachsen viele Pilze auf der Wiese. Bin auch schon rumgegangen, habe einige gepflückt, mir angeguckt. Allerdings haben wir sie nicht gegessen, weil wir haben zwar ein Pilzbuch, aber ich habe mir nicht ganz zugetraut, die doch ordentlich zu erkennen. Vielleicht wird man ja mal mit weiteren aus dem Dorf reden, dass sie ein paar Tipps geben, worauf man achten muss, weil ich habe schon einige gesehen, die hier Pilze auch geerntet haben. Genau. Jetzt wollen wir euch einmal zeigen, wie das Ganze vorm Haus aussieht und dann wollen wir auch ins Haus reingehen. Das Häuschen, was man jetzt sieht, ist das, ja, es war ursprünglich mal das Haupthaus. Dann hatten die Vorbesitzer das aber zur Sommerküche umfunktioniert, weil sie sich hier vorne ein neues Haus gebaut hatten. Die Häuser gehören beide zu uns. Das werden wir jetzt auch als Haupthaus benutzen. Und die ehemalige Sommerküche werden wir gucken, was wir damit machen. Vielleicht renovieren wir sie, vielleicht nutzen wir sie auch als Lagerhalle, vielleicht auch als Sommerküche. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, was wir daraus machen werden. Genau, auf der einen Seite des Hauses, also auf der anderen Seite von dem gegenüber der Sommerküche, haben wir auch noch einen kleinen Spielplatz stehen. Der gehört eigentlich dem ganzen Dorf sozusagen. Und hier kommen auch die Kinder des Dorfes hin, um hier zu spielen. Später auch ganz praktisch für unseren Kleinen. Ja. Genau. Und man sieht hier oben die gelben Leitungen, das sind die Gasleitungen. Die sind extra hier oben ein bisschen ausgespart, dass man auch mit einem Trecker oder größerem Wagen vorbeikommen kann. Unser Grundstück geht quasi zwischen den beiden Häusern, die hier vorne sind, also unser Haus und das Nachbarhaus. Genau in der Mitte ist quasi eine Linie. Die eine Hälfte gehört noch zu uns, die andere Hälfte zu den Nachbarn. Und hier ist auch genau dasselbe. Hier sieht man die Sommerküche. Hier ist das abgebrannte Häuschen und das abgebrannte Häuschen, das Grundstück gehört jetzt keinem, aber unser Grundstück geht auch dort quasi genau zwischen den beiden Häusern, relativ mittig, endet unser Grundstück dann. Genau, und jetzt gehen wir einmal ins Haus. Genau, das ist der Eingang zum Haus und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Hier vorne sieht man einen kleinen Vorraum. Hier ziehen wir die Schuhe aus. An der Seite haben wir sie gelagert. Vom Umzug sind wir noch nicht ganz eingerichtet. Es stehen noch überall Kartons rum und genauso dann auch hier. Ja, jetzt ziehen wir die Schuhe aus und gehen einmal ins Haus rein. Hier haben wir so einen kleinen Vorflur quasi. Hier geht es dann in den Flur rein, wo die Verbindung zu den anderen Räumen ist. Und gerade durch geht es dann zur Küche. Das Haus an sich ist in einem super Zustand, also in den Verhältnissen, die man hier hat, ist das Haus wirklich super gut bewohnbar. Für deutsche Verhältnisse vielleicht ein bisschen renovierungsbedürftig. Wir werden hier auch ein bisschen was machen, aber es ist ein wirklich in gutem Zustand erhaltenes Haus. Genau. Dann gehen wir weiter. Genau. Hier drin, wo ich jetzt bin, ist, so wie wir es einrichten wollen, zumindest das Verbindungsstück zum Esszimmer. Hier vorne haben wir eine Aussparung für Kühlschrank und später auch noch einen Gefrierschrank. Hier an der Seite haben wir unsere Gastherme. Wir heizen hier ja mit Gas. Hier stellen wir dann an, aus, die Temperatur stellen wir ein. Genau, und die Waschmaschine werden wir hier vorne, sag ich mal, reinquetschen, um in der Küche auch den Platz zu haben. Genau. Dann gehen wir hier ins baldige Esszimmer. Noch ist das unser Lagerplatz, wo wir erstmal alles abgestellt haben. Die Bücher haben uns also haben die Vorbesitzer hier gelassen. Da werden wir auch noch aussortieren, vielleicht ein bisschen was behalten. Dann gehen wir weiter. Und das hier ist quasi der Flur. Die Tür, die man gesehen hatte, in dem Vorflur, ist quasi diese Tür. Allerdings benutzen wir die gerade nicht, weil die Tür lässt sich echt sehr schwer schließen. Genau, dann gehen wir weiter ins Wohnzimmer. Die Möbel, die hier alle sind, haben die Vorbesitzer auch da gelassen gehabt, die brauchten sie nicht mehr.
Wir werden nach und nach vielleicht einige austauschen, renovieren, aber erstmal sind wir froh, dass wir überhaupt ein Sofa zum Beispiel haben. Genau, dann können wir weitergehen. Und zwar gehen wir einmal ins Schlafzimmer. Da in diesem Zimmer hatten die Vorbesitzer, sag ich mal, ihr Hauptschlafzimmer gehabt. Da schlafen jetzt erstmal Lisa und ich übergangsweise. Die Möbel sind auch noch von ihnen dagelassen. Ja, auch in einem super Zustand erhalten. Was hier das Besondere ist oder Interessante ist, irgendwie, ich weiß nicht, ob es in Russland generell ist oder jetzt nur in diesem Haus, aber die Steckdosen und Stecker sind alle quasi auf Kopfhöhe. Und ich bin 1,85 circa groß, also sie sind schon ziemlich hoch. Ja. Dann haben wir hier das zweite Zimmer, vielleicht auch später Schlafzimmer. In diesem Zimmer schlafen gerade meine Eltern. Genau. Sieht ähnlich aus wie das andere Schlafzimmer, auch gut erhalten. Die Decken finde ich besonders interessant in den Häusern hier, aber ich finde sie schön. Ja, also Räume haben wir im Haus eigentlich genug. Und jetzt kommen wir zum schönsten Zimmer im Haus, zum Badezimmer, wo wir ganz viel Renovierungsbedarf sehen. Ansonsten ist der Rest super erhalten. Genau. Hier sieht man schon wunderschön. Das Fenster ist nicht größer als meine Hand. Ja, Wasserboiler steht ja auch ganz offen, die Badewanne. Hier werden wir wahrscheinlich, weil die Badewanne nimmt den ganzen Platz ein, werden wir hier die Badewanne wahrscheinlich rausnehmen, eine Dusche hinstellen, ein kleineres Waschbecken, dass da auch alles reinpasst. Uns mal ein bisschen Gedanken machen, was man hier machen kann, weil das ist schon ganz schön klein. Und ihr habt schon gesehen wahrscheinlich, hier ist gar keine Toilette. Mittlerweile ist es in Russland so, wie wir erfahren haben, dass viele auch auf dem Dorf eine normale Toilette schon haben. Also wie wir es im Westen auch kennen, hinsetzen, spülen, fertig. Aber die Besitzer hier haben sich im Haus dagegen entschieden gehabt. Sie haben noch ein Plumpsklo draußen stehen. Einfach aus dem Grund, weil sie fanden das unhygienisch, dass man das Geschäft im Haus verrichtet, da wo man auch schläft. Und wollten es lieber draußen behalten. Da gucken wir auch noch, was wir machen, ob wir was ändern. Ja, genau, das wäre jetzt erstmal das Haupthaus. Und dann sehen wir uns gleich in der Sommerküche wieder. Hier gibt es erstmal zwei Areale. Hier kann man reingehen, da gehen wir jetzt auch als erstes rein. Hat keine Anbindung zum Haus, ist quasi, dass man sich draußen hinsetzen kann, essen kann, wahrscheinlich eine Art Veranda. Genau, gehen wir mal rein. Wir benutzen das hier gerade alles als quasi einen Abstellraum. Das sieht man auch daran, dass wir hier den Kühlschrank stehen haben. Das war der alte Kühlschrank, den uns die Besitzer dagelassen hatten. Er funktioniert auch an sich noch fast gut. Allerdings hat er bestimmt einen sehr hohen Stromverbrauch und sieht auch nicht mehr so lecker aus. Ist schon an vielen Stellen gerostet, dass wir uns dazu entschieden haben, dass wir uns einen neuen holen. Genau. Das ist der Eingang ins Haus. Genau. Dieser Raum wurde von den Vorbesitzern als Küche genutzt. Hier vorne hat man noch einen Gefrierschrank, Tisch stehen, Gasherd. Das, was man als wirklich Basic in der Küche überhaupt braucht, ist hier. Der Gefrierfach ist allerdings von 1970 und wird von uns auch nicht mehr eingeschaltet. Dann gehen wir hier weiter rein. Das hier, ich weiß nicht, wie sie es früher genutzt haben, aber das ist quasi der Heizraum. Hier vorne sieht man noch den Ofen. Normalerweise ist der mit Holz betrieben. Hier wurde ein bisschen was verändert. Hier ist die Gasleitung, die zum Ofen hingeht. Das heißt, dort drin wird Gas verbrannt. Man kann da kochen, ja.
Durch diesen Ofen wird auch der Raum beheizt, auch der Nebenraum, den wir gleich sehen werden. Allerdings, wenn man den anmacht, man merkt sehr schnell, dass es nach Gas riecht und die Luft sehr verbraucht wird. Wir hatten hier drin, oder die Vorbesitzer hatten, als sie noch hier waren, hier drin eine Abschiedsfeier gemacht gehabt mit ein paar Nachbarn oder Schwestern von der Hausbesitzerin, sodass man sich verabschieden kann, letztes Mal sich wirklich zusammen sehen kann. Und da hatten sie den Ofen angemacht und hat sehr schnell gemerkt, dass man Kopfschmerzen bekommen hat, weil wirklich die Luft wird hier drin verbrannt und es riecht nach Gas. Deswegen, wenn wir hier was renovieren sollten, dass man hier doch vielleicht leben würde, dann wird der auf jeden Fall rausgenommen oder verändert. Es ist ein sehr kleines Haus, das ist schon das letzte Zimmer jetzt. Hier steht noch der Tisch und die Stühle von der Verabschiedung von den Vorbesitzern. Das ist der wahrscheinlich am schönsten eingerichtete Raum hier in der Sommerküche. Noch ganz klassisch, großen Teppich an der Wand. Genau. Hier vorne ist die Rückseite vom Ofen. Die Fliesen werden heiß oder der Areal wird heiß und somit wird auch dieser Raum über diesen einen Ofen geheizt. Ja, das ist jetzt quasi das Haupthaus gewesen, die Sommerküche gewesen. Da wir allerdings jetzt schon bei über 10 Minuten sind mit dem Video wahrscheinlich, werden wir das Grundstück im nächsten Video dann zeigen, damit das Video jetzt einfach nicht viel zu lang sein wird. Deswegen verabschieden wir uns schon mal und bis zum nächsten Mal.